Ach, gestern bin ich nicht mehr weitergegangen, aber heute muss ich wohl. Ich muss jetzt wohl zum Schatten. Dieser Typ kommt mir sehr bekannt vor. Hallo? Natürlich steht er genau unter uns, aber wir erkennen nichts, weil wir einfach doof sind. Warum kann ich ihn da nicht sehen? Da ist er doch. Oder? Ja, da kann man dir was sehen, ein bisschen. Ich nehme an, das ist dieser Boogeyman, von dem alle reden. Na klasse, es geht weiter. Das ist dieser Boogeyman, von dem alle reden, der Betreiber des Parks. Und der hat eine Waffe, genauso wie wir. Hey, wir werden die besten Freunde. Geil. So, Alter, jetzt, ne? Was? Warum knarzen? Warum Türknarzen? Ich weiß gar nicht, warum ich sowas hier spiele. Ich habe null Schimmer, warum das so ist. Toll, der dreht sich mit. Geil. Feier ich voll sowas. Immer wieder. Immer wieder feiere ich solche Dinger. Na klasse. Ja, komm, halt die Schnauze, ich muss weiter. Ich muss meinen Sohn wiederfinden und ihn reinschieben, verstehst du, damit er nie wieder da ist. Also, ist Vergangenheit dann. Wo komme ich hier hin? Hallo? Ach nö. Ach nö. Jetzt triggere ich doch bestimmt irgendwas, wenn ich diese Seite aufnehme. Warum ist hier verfickt nochmal kein deutscher Untertitel? Warum? Wie Bu, deine Mutter Bu. Alter, jetzt hör auf mit diesem Scheiß. Ja klar, bist du eine horrible Mutter. Hallo? Hä? Ich gehe wieder zurück. Da, wo ich hingehöre. Da, wo ich hingehöre, ist das schöner als hier. Ich habe keine Ahnung, was ich da singe. Aber ich lenke mich ein bisschen ab. So. Danke. Bis bald. Auf nie wiedersehen. Egal, auf diesen Stuhl setze ich mich hin. Der ist bestimmt vertrauenserweckend. Genau wie die ganze Gegend hier, genau wie das ganze Spiel. Der ganze Park hier, Boogeyman hin oder her. Genau wie die Geräusche im Hintergrund. Ich mag alles an diesem Spiel. Alles. Auch diese Bücher, ich werde mir alle durchlesen. Bestimmt. Toll. Warum bin ich jetzt in diesem Raum? Warum bin ich in diesem Raum? Hallo, kann mir das jemand beantworten? Ihr Müllsäcke, Wie wär's mit euch? Könnt ihr was sagen? Alter, ich brauche gleich auch Pillen. Ich will die gleichen Bilder. Also an Kunst spart der junge Herr. Aha, gut. Das heißt, ich bin jetzt hier reingegangen für nix. Für Plastikpflanzen, damit ich die betrachten kann. Warum bin ich jetzt hier in diesem Gemäuer? Kann mir das jemand erzählen? Du vielleicht? Oh Gott. Man merkt, wenn ich ein bisschen hypo drauf bin, dann bin ich sehr, und ich meine sehr aufgeregt. Hat sich hier irgendwas verändert? Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Von wo komme ich überhaupt? Habe ich irgendwas verpeilt? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ja, klar, hier. Der bringt. So, was ist denn jetzt hier? Was mit dem Stuhl? Was ist damit? Warum steht hier ein Who was that? Ey, Leute, ey, hört auf.
krieg gleich einen Herzklappenfehler oder irgendwie in dieser Richtung. Oh, Müllberge, geil. Die bringen mich runter. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich war doch schon überall. Hallo? Hallo? Erschreckt mich doch. Ja, komm. Komm rein. Gut, dass hier überall Spiegel sind. Da sehe ich, wie scheiße du bist, du Mutter. Alter, was ist mit den Augen los? Alter, die Alte ist... Die ist durch. Die kann man einliefern, direkt. Die braucht hier gar nicht rumgehen. Die kann direkt mitgenommen werden. Alles okay. Ja, komm. Dann gehen wir hier rein. Hier ist bestimmt lustiger. Aber hier waren wir auch schon. Hä? Warum? Muss ich jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal. So, pass auf. Ich gehe nochmal zurück, ne? Und dann... huste ich erstmal, weil ich voll auf... Nein, 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 lass es, lass es. Du brauchst es nicht tun. Ist alles okay, Boogeyman. Ist alles im Lot. Guck mal, ne? Der ist ja hier. Nicht. Okay, hat sich erledigt. Mein Plan ist am Arsch. Soll ich echt jetzt hier wieder zurück? Das kann aber nicht das Rätsels Lösung sein. Oder doch? Oder kann ich hier von oben irgendwas erkennen? Da oben, da... Hier oben könnte man lang gehen, aber das wird nicht klappen. Toll. Also haben wir das auch schon mal erledigt. So, kann ich hier irgendwo nach links? Mit R, genau. Mit links. Nee, also hier, das sieht schon mal, also das sieht schon mal überhaupt nicht richtig aus, was ich hier mache. Aber warum ist sein Schatten weg? Steht er überhaupt noch da? Das ist die Frage. Steht er noch da? War das überhaupt hier? Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Toll, Andi. Richtiger Pro-Gamer hier, ja. So, pass auf. Es hat irgendwas geflackert. Irgendwas ist passiert. Das kann jetzt richtig sein, oder? Dass ich jetzt zurückgehe. Muss ich zurückgehen? Will das Spiel mir das sagen? Will mir das Spiel sagen, geh zurück, Alter, und dann kriegst du den Schock deines Lebens, ja? Ist es das, was ich tun soll? Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, ich reihe mir hier irgendwas selber zusammen. Boah, aber die hat Hüfte, ne? Also. Der Prozess des Kindermachens ist bei ihr recht funktional und optional auch buchbar als angenehme Situation. Ich weiß nicht, was ich da rede. Kinder hört nicht zu. Kinder, die hier reingucken auf jeden Fall, weil sie noch, weil sie auf jeden Fall 18 sind. Weil es mir scheißegal, ich gehe jetzt einfach kompletten Weg wieder zurück, auch wenn es falsch ist. Es ist falsch. Es wird sowas von falsch sein. Apropos, warum kann ich dann überhaupt zurückgehen? Das ist hier die Frage, wenn es keinen Sinn hätte. Hm? Ja, jetzt bin ich wieder ganz hinten. Toll. Jetzt sag ich, ich muss die Briefe lesen, um irgendwelche Hinweise zu finden. Okay, das war alles umsonst. Gut, dann gehen wir wieder rein, genau. Also ich gucke mir diesen Brief jetzt an. Lacht nicht über mein Englisch, ja. Ich muss mir das jetzt genau angucken. A Jeering Throng of Townfolk. Was zur Hölle, was steht da?
I have sent my wife and son back to Boston and I have retreated here. Was? Retreated here to the House of Horrors. Also ich habe da überhaupt nichts verstanden, was auf dem Brief steht. Tut mir leid, das Englisch ist echt ein bisschen härter als so normales, läppiges Englisch. Ne? Kennt man ja. Mir läuft die Nase gleich weg und ich auch. Das kannst du mir glauben. So, dann gehen wir nochmal alles wieder nochmal zurück, quasi, ne? Mann, hat sich das gelohnt, dieser Weg jetzt. Geil. Ist auch richtig nervenschonend. Alles ist nervenschonend hier. So, pass auf, hier ist jetzt der Stuhl. Noch nicht der Stuhl. Das sieht alles so gleich aus. So, hier ist das Hörnchen umgekippt. Geil. Dann geht man hier die Treppe hoch. Geil. Hier, warum macht man das? Was ist hier? Kann ich hier lang gehen? Das wird aber auch keinen Sinn ergeben, ne? Nö. Da oben haben wir den geilen Ventilator. Was ist das hier? Bin ich da auch schon lang gegangen? Ich weiß es nicht. Das ist der Eingang, ne? Ja. Da unten. So, dann kommen wir jetzt hier runter raus. Da ist der Stuhl. Und dann kann man hier noch reingehen. Und dann kann man hier außenrum noch hin. Und dann? Was ist... Und dann? Das haben wir doch schon alles gesehen. Hey! Ich bin überfragt. Geil. Am meisten Kirre mache ich mich die Geräusche im Hintergrund. Mann. Pass auf, jetzt erwarte ich nicht mehr viel, weil jetzt gerade nichts passiert, weißt du, und gleich kommt irgendwas um die Ecke, aber so, dann jage ich mich sowas von in die Wand da hinten. Hinweis übersehen. Es muss doch hier einen Hinweis geben. Hinweis, Hinweis, Hinweis. Hinweis, hallo. Kein Hinweis, gut, dann halt nicht, ne? Man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Du kriegst kein blaues Licht. Du hast nur rotes, weil du es verdienst. Es gibt nicht alles im Leben. So, pass auf, hier war ich auch schon, ne? Und hier war ich auch schon. Was ist hinter dir, Junge? Hm, mach mal Platz hier. Komm, Fetti. Lass mich rein. Hier war ich auch schon. Hier war ich auch schon. Da ist der Eingang. Wir könnten auch eigentlich hier rüber hüpfen. Dann wären wir schon hier. Aber was mir das bringt, keine Ahnung. Hallo? Okay, hier war ich noch nicht. Geil. Okay. Mein Fehler, ich hab's übersehen. Wir gehen sofort weiter. Ja, wir gehen sofort weiter. Es geht weiter im Spiel. Wir gehen jetzt wieder blind weiter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Clown. Hm, geil. Gerade weil ich gestern S geguckt habe. Das begrüßt mich gerade sehr. Der Typ kann von mir aus da reingehen, ja? Ich muss das nicht unbedingt. Brauche ich nicht. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Mich erfüllt auch was anderes im Leben. Als Frau erfüllt mich da so eine gewisse Sache. Also sagt sie jetzt, nicht ich. Ne? So, hier. Willkommen im Club der Taschenlampen. Ich habe nur eine zur Verfügung und die gehört mir. Mann, ich wäre der beste Verkäufer für Taschenlampen. Ach, ja, ist ja gut. Du bist defekt, wir wissen's. So,
Alles klar, dann gehen wir mal hier rein. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Open Door. Warum Keller? Warum müssen wir runter überhaupt? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Hallo? Nein, Taschenlampe, nein! Aber na, warum machen die das? Ich habe gesagt, nicht die Taschenlampe defekt machen. Gut, die geht nicht auf. Hier ist keine Tür. Weiter, 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 weiter. Hier ist nichts zu sehen. Geht nicht auf. Hier ist auch keine Tür und weiter. Gehört das noch zu House of Horrors oder sind wir jetzt hier in einer Wohnung? Nightmare Circus von Farron Comm. A circus burns to the ground on opening night, killing the zones. Oder Dozens, keine Ahnung, mein Englisch, Kaka. The owner is put to death by an angry... Ach, ich lasse es einfach, weil warum soll ich euch und mir das antun? After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Die kann auch nur jammern, ne? So, und das übernehme ich jetzt von ihr. Ich würde sagen, ich beende somit hier erstmal die Session. Weil ich brauche erstmal Baldrian. Ich brauche erstmal was für die Nervenberuhigung. Und die Bilder da hinten, die da hinten sind, ja, das ist ein geiler Cliffhanger. Die gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Also vielen Dank fürs Zuschauen und könnt ihr für mich spielen? Bitte. Bitte. Nein, bleibt! Bleibt! Nein, hilf mir! Bitte, Hilfe!